es ist halt wirklich, also wenn man das streamen würde, würden alle abschalten, weil ich nur nur fluchen würde. Und es ist, also Gott sei Dank ist es ein YouTube-Video, weil ich übel viel rauscutte. Weil es halt einfach nur, so, es ist die ganze Zeit nur Rage eigentlich, weil es so unangenehm ist. Moin Moin, hier ist Darius von The Shot Call, ausnahmsweise auf Deutsch, denn wir haben einen ganz tollen Gast hier, Maxim, auf dem Premier Tour Finale / King of Spandau. Du hast gerade ein bisschen Freizeit, wie ist das Event bisher für dich so? Sehr warm. Also die Hitze ist wirklich das Krasseste, ne? Es sind halt wirklich 3000 Grad, aber sonst sehr, sehr schön, Stimmung ist gut, die Halle verarbeitet Sound so, dass es doppelt so laut ist, also es ist halt insane laut und bin persönlich sehr, sehr glücklich. Also ich meine, gegen die Temperaturen arbeiten, das ist halt so ein Naturding, kann man jetzt wenig dagegen tun, ist auch völlig fein, aber das ist im Prinzip die einzige Problematik, die wir haben. Also absoluter Luxus. Die gute Nachricht ist ja ein bisschen, also das ging auf Spandau gegen 3-0 aus, jetzt steht 2-0 bei ESG gegen Maus und es sieht gut aus für ESG bisher, das heißt vielleicht kommt man da früher raus oder wir schwitzen halt komplett durch. Wir sind ja eh schon fertig, also ich meine, durchschwitzen, ich habe schon auch mein T-Shirt schon gewechselt nach dem ersten Game, das war kein Problem, aber ja, wir hoffen natürlich trotzdem, dass jetzt wenigstens noch einmal ein bisschen Gegenwehr von Maus kommt. Dass das Inferno 3-0 gewinnt, ist geil, das ist halt wirklich, also schade für diejenigen, die sich qualifiziert haben, weil sie auch elo-mäßig eigentlich deutlich besser sind, aber Bühne ist halt krass. So, das macht die Leute halt psychisch fertig und ja, also grundsätzlich hoffe ich, dass wenigstens noch ein Game entsteht, aber jetzt hat das gerade so eine für mich angenehme Länge. Meinst du denn, das hat auch ein bisschen so den Einfluss bei Maus gerade? Ich habe so ein bisschen gelesen, Genax vielleicht ein bisschen under pressure und so, hat nicht die beste Performance. Ja. Also theoretisch haben sie ja alle Erfahrung, zumindest was die Bühne angeht. Also ich denke, aktiv choken werden sie nicht, aber ESG ist halt irgendwie verflucht da so. Also gegen sie, sagt halt jeder. Gegen die spielen, das sind ja irgendwelche Streamer sind das ungefähr, weißt du. Die sind ja auch alt, ne? ist halt übel schlimm. Aber in-game, choken die. Die kriegen halt wirklich große, große Probleme gegen die. Und das ist halt, also auch wenn ESG weit hinten liegt, haben die ja schon bei der Premier Tour die grausamsten Ergebnisse dann nochmal rumgedreht. Und das spielt da alles mit rein. Also die, irgendwie fällt es den Gegnern von ESG quasi schwer, neutral ranzugehen. Bei ESG denkt die ganze Zeit selber, wir kommen eigentlich mit dem Meter nicht klar. Wir haben nicht gescrimmt. Ah, das wird schon. So, und dann spielen sie, kriegen ihre Lieblingspicks so, geführt drei verschiedene Champions hat jeder. Kannst ja nicht alle bannen. Das ist irgendwie so dumm. Aber für sie, also für die Fans auch super geil. Schon echt witzig. Ich meine, Brücki, soweit ich das gesehen habe, es gilt ja immer noch mit der Maus und beispielsweise nicht mit Controller. Boah, erzähl mir sowas nicht. Aber sowas will ich halt gar nicht hören, weil das macht es noch schlimmer. Es ist halt nur Ezreal und Lucian an sich schon. Man kann sie irgendwie nicht mal richtig, richtig bestrafen. Es ist terrible. Ja? Aber sie kriegen es halt jedes Mal hin und das hat ja auch einen Entertainment-Faktor. Also wir verstehen es auch mit den Spielern gut und da wird natürlich im Cast auch mal hier von der Seite gepuncht. Und ja, auf Events blühen die halt auf. So. Absolut. Agurin hat auch ein wunderschönes Spiel und ein wunderschönes Ziel gehabt, insofern muss man auch respektieren. Jedenfalls, du hast aber auch große Wellen innerhalb der internationalen Community geschlagen, denn du spielst ja manchmal League of Legends mit ganz verrückten Dingen. Ja, also teilweise mit so einem am Fuß befestigten Mausding, dann mit einem Dancepad oder mit einem Lenkrad. Wie kommt man auf so einen Mist? Witzigerweise gibt es ja viele, die LOL anders zocken. Mhm. Normalerweise war der Ursprungsplan, dass wir das für ein Event machen. Wir treten ja manchmal auf der Gamescom auf und dann machst du so 1-1 mit den Zuschauern, das ist doch geil. Aber wenn du das 1000 Mal gemacht hast, na, wie der Mensch so ist, sind wir dann schnell langweilig bei sowas. Und da haben wir halt gedacht, okay, wir machen das mal anders. Und haben dann ich habe dann quasi angefangen mit dem Joystick zu spielen, mit dem Lenkrad, weil es auch mit Ramos so gut passt. Und das ging dann halt so weit, dass man halt mehr experimentiert hat. Also der Erste bin ich ja keineswegs. CVHD hat ja auch viel Blödsinn gemacht. Mit Guitar Hero hat er, glaube ich, gezockt. Das ist halt... Und da gibt es halt irgendeinen Typen, der spielt irgendwie Overwatch. Ja, richtig Bananen. Mit Bananen, mit einer Mikrowelle. Der hat den dann, glaube ich, im Stream gebaut, also auseinandergebaut und daraus legit seine Eingabe gemacht. Also das ist halt sehr, sehr witzig und der Vorteil ist, wenn man so in LOL drin war, dann kannst du das halt sehr schnell übernehmen. Und ich spiele natürlich auf diesen Level 7 Account, aber das ist dann halt besonders schlimm, ne? Wenn du halt mit Lenkrad gewinnst, so, boah, da muss man sich vorstellen, was passiert da unten eigentlich. Aber also es ist natürlich purer Entertainment-Faktor, den verkauft man dann aktiv, aber das selber zu spielen macht legit keinen Spaß. Also das ist halt wirklich, es ist halt LOL, was erstmal so eine Grundtoxizität hat. So. Ja. Und es ist super, super, super anstrengend. Gerade, das, was am schlimmsten ist, ist die Maus selbst. Weil wenn du deine Maussteuerung, dieses Anvisieren verlierst, dann hast du keinen Spaß an LOL. Weil irgendwas anderes drücken, so hier, statt Q und E, das habe ich halt kein Problem mit. Aber ich muss halt zielen. Und das Zielen ist terrible.
Vor allem spielst du ja dann auch noch sowas wie Lachs beispielsweise und da musst du ja auch... Ja, mit Zauberstab, genau. Und, aber das war zum Beispiel, da ging es am besten. Weil dann hatte ich wenigstens mit der Steuerung, konnte ich aktiv die Maus steuern. Sonst habe ich ja bei den anderen quasi entweder den Joystick benutzt oder das Steuerkreuz am Lenkrad. Oh ja, genau. Oh. Das ist, du wirst halt dumm, weil du musst da quasi nach links lenken fürs Q, aber währenddessen... Oh nee. Ja. Es ist halt wirklich, also... Wenn man das streamen würde, würden alle abschalten, weil ich nur nur fluchen würde. Und es ist, also Gott sei Dank ist es ein YouTube-Video, weil ich übel viel rauscutte. Weil es halt einfach nur. So. Es ist die ganze Zeit nur Rage eigentlich, weil es so unangenehm ist. Aber es ist halt witzig. Aber immer noch so eine 25% Winrate ist noch da. Also das ist ja das Erstaunliche. Da unten ist aber auch die Hölle los, muss man sagen. Also die spielen halt mit allem möglichen Shit. Also das ist da noch kompensierbar. Ja. Das Schöne ist ja auch eigentlich, also normalerweise bei Smurf-Accounts ist es ja so, dass du eigentlich relativ schnell, weil du ja dann natürlich gut spielst, in eine Smurf-Queue geschmissen wirst mit einer anderen Smurfs. Aber offenbar spielst du dann doch dank der Peripherie nicht so gut genug, damit du mit Smurf spielst. Insofern läuft das noch. Ich habe da halt wirklich sehr super Glück, dass ich dann gut eingeordnet werde. Da sind natürlich trotzdem ein paar da, die so ein bisschen verwirrt sind, aber das ist eigentlich echt wenig. Also ich bin da halt, genau, man merkt es ja vielleicht auch nicht, wenn man Mundo spielt und mit Spracheingabe zockt, dann sind die Leute, ach, das ist Mundo. Ich meine, der muss halt nur Ult drücken oder Ult schreien. Also das ist halt kein Ding. Aber ja, für den Entertainment-Faktor ist es super nice. Und das nächste wäre quasi mit Kinect zu spielen. Also dass man quasi die Hand, also mit den Hand die Spells macht, ist kein Problem. Ja. Nur die Maus ist halt immer der Tilt-Faktor. Wie bewege ich die scheiß Maus? Ja. Und da muss ich mal gucken, wie gut die Kinect reagiert. Weil wir haben es mit der 1 getestet. Und die ist super slow, also du kannst halt wirklich so machen und dann bewegt sich so die Maus, aber das ist halt so eine Sekunde Delay. Boah, das ist ja ekelhaft. So, ich meine, die regen sich auf, wenn es, genau, ein Ping von 10 ist, sagen die, ja, kein Bock. Ja, und da ist halt ein Ping von 10.000. Also das ist halt wirklich... Ist es Xbox 360 oder Xbox One Kinect wenigstens? Es ist theoretisch die Kinect 2, okay. Hat mein Kumpel gesagt. Und der verlötet die dann, weil es ja, ist ja Microsoft quasi. Ja. Na, man kann das irgendwie mit Windows verbinden, aber man muss da schon ein paar Umwege gehen so. Aber der Michi, der hier bei der Technik das Sagen hat, beziehungsweise da viel macht, der hilft mir da übelst oft. Okay. Also gerade wenn es halt ultra gestört ist, mit dem Barcode zum Beispiel. Der hatte das auch einfach random so einen Scanner gehabt. Ich habe überlegt, ob ich den kaufe, weil die Grundidee von der Community kam. Und der so, ja, habe ich hier. Ding, ding. Und der Barcode-Scanner, das hat richtig gestört, weil der programmiert sich quasi selbst. Du schlägst ein Buch auf und das Buch ist quasi voller Codes. Und du sagst dem, Sprache auf Englisch. Das. Du musst nur eins. Es war so genius, als wenn jemand mit Absicht das gemacht hätte für LOL. Das ist echt super. Das klingt einen Vorschlag hätte ich. Ja. Wii Remote und vielleicht so Nunchuck vielleicht noch mitnehmen. Das klingt eigentlich auch echt machbar. Das Witzige ist, das geht sogar wirklich. Also die Wii funktioniert via Bluetooth und der Rechner erkennt es. So, das funktioniert. Aber das Problem ist, dass die Programme dafür sehr unzuverlässig sind. Also ich habe quasi drei Wiis bestellt. Also Wii Motion Plus braucht man dafür, ja, okay. die ist da ein bisschen besser, weil theoretisch ist quasi Infrarot und es gibt noch eine, die Gewichtverlagerung erkennt. Und mit Gewichtverlagerung kann man gut programmieren, hat nicht geklappt. So, deswegen habe ich noch den scheiß Zauberstab genommen. Das kam halt von Michi, der hat halt wirklich, es gibt ja für Unis, dass du so eine Bluetooth-Maus quasi hast. So, und da musst du halt nur zeigen, funktioniert einwandfrei, das habe ich dann quasi als Maus genommen. Aber so mit der Wii wäre halt cooler, weil die ganzen Tasten schon da sind. Und du hast ja also die Pointer-Funktion, ich glaube, man kann sogar mit Pointer-Funktion das einstellen und dann hast du im Grunde ja genau so eine Maus halt. Genau, aber das ist halt, also alleine schon jeder Rechner hat anders auf das Bluetooth reagiert. Ja. So, einige haben die Geräte erkannt, andere nicht. Das war halt pure random, hat das Gefühl gehabt. Oha, na dann, mal schauen. Irgendwelche Teaser für die Zukunft, was da jetzt in Sachen King of Spandau und Premier Tour und so weiter gerade von deiner Seite aus noch passieren wird? Also ich kann nur das vermitteln, was ich quasi aktuell weiß. King of Spandau wird noch ein bisschen dauern, das wird erst nach der Gamescom kommen. Und die nächste Premier Tour Station ist aber die Gamescom selbst. Also da werden wir dann vor Ort sein, das wird glaube ich die ESL-Bühne werden, was auch ganz nice ist, also freuen wir uns auch. Und auch wieder temperaturmäßig gut. Ja, da werden wir natürlich auch wieder komplett auslassen. Aber das sind quasi die Dinge, die ich eventmäßig machen kann oder vorhersehen kann. Es ist ja, wie gesagt, es staut sich ja gerade eventtechnisch. Ja, CGI ist auch in Berlin. Ja, ja stimmt. Die sind gar nicht mal so weit weg, allein schon Luftlinie. Ja. Aber nee, das sind die Dinge, die ich so ein bisschen voraussagen kann. Okay. Freuen wir uns drauf auf jeden Fall. Ich habe das eingeführt bei Interviews. Am Ende darf der Interviewpartner immer einen Hashtag in die Comments hauen, damit auch alle, die bis zum Ende schauen, weil das sind ja sehr coole Leute, ja, ne? Ja, sind alle cool. Die dürfen dann in die Comments hauen, dass sie sozusagen als Beweis das Hashtag reinhauen. Was wäre denn dein Hashtag? Ja, das Ganze wird Hashtag GG. Ja. Wer hätte es gedacht?
10, okay. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Falls ihr noch weitere Fragen oder Ideen habt für an deutsche Community-Member, ich habe da natürlich einen Vorteil, bin ja normalerweise bei der IOLCS, aber kann hier auch vorbeischauen, dann haut das auch gerne in die Comments. Und ja, ansonsten vielen Dank für das Interview. Das war Maxim und Darius from The Shot Caller. I hope you had a good day. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey everyone, this is Darius from The Shot Caller, and I hope you just enjoyed that video. This is a generic end card, of course, so make sure to click here for a different interview, or here for a different interview, or about here to subscribe to The Shot Caller. We very much appreciate your support, and see you guys next time. Bye-bye.